Servus Performance Flow Friends, ja, das Warten hat ein Ende. In diesem Video geht es rein um die Performance Flow LED Lights. Unsere Hexagon Lichter sind gekommen, das heißt in diesem Video zeigen wir euch, wie baut man das auf, wie ist das verpackt, das heißt wir machen ein komplett Unboxing Video hier von unseren LEDs Performance Flow Lights. Gut, schauen wir mal in die Box rein. So Performance Flow Friends. Ausgepackt haben wir es jetzt, so sieht das Ganze aus. Das heißt, wir haben hier jetzt die 44 auf 2 cm langen Teile. Dann haben wir von den längeren hier, die sind 1,17 m auf 2 cm. Davon haben wir 13. So, dann haben wir hier L- und T-Verbindungen. Dann haben wir 180 Grad Verbindungen, 120 Grad Verbinder, Y-Verbinder und dann haben wir hier Kabel. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier unsere Pins und haben dann hier einmal ein Leiter, ein Neutral und eine Erdung. Haben wir dran. Dazu gibt es dann auch hier jeweils die Verbinder mit dran. Also mir hin die Klemme. Das Schöne ist, das ist auch schon vorpräpariert. Das heißt, ich kann die Kabel abziehen. Ich muss das nicht mehr selber irgendwie abziehen, denn die Umhüllung drumherum. Und dann kann ich das ganz einfach in die Klemme hier reinmachen und kann das somit verbinden. Gut, das heißt auch hier alles vorpräpariert. Trotzdem die Empfehlung von uns, wenn ihr einen Freund habt, der Elektriker ist oder ein Elektriker des Vertrauens schon habt, lasst es von dem machen. Ihr seid einfach auch versicherungstechnisch dann aus dem Schneider raus, wenn irgendwas sein sollte. Gut, so sieht das Ganze aus und jetzt geht's an den Aufbau. So, Performance Flow Friends, kurz Zusammenfassung, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben zum einen einfach diese Teile sortiert, nach Größe, dann nach Form, alles uns hingelegt, überprüft, stimmt die Menge. Nicht wundern, es ist ja wie gesagt immer eins mehr drin. Dann haben wir das jetzt einfach mal hingelegt, ohne zusammenzustecken. Eigentlich recht easy. Wir haben einmal die 120 Profile, das bildete Rahmen. Dann haben wir an den Ecken jeweils die L-Profile, bis auf ein Eck. Das ist das rechts hinten, wenn du so vor der Lampe stehst, rechts vorne. Das ist ein T, weil da geht dann nachher das Kabel raus für den Strom. Ansonsten haben alle andere dieses L-Profil, immer an den Ecken. In der Mitte werden diese 1,20 m mit dem I-Profil verbunden. Und dann haben wir noch die Y-Profile zur Verbindung von den Hexagonlampen immer benutzt. Und sonst jeweils die 120 Grad, überall an der langen Leiste 120 Grad, 120 Grad, 120 Grad. Und dann wieder zur Mitte hin kommt dann wieder ein Y-Profil. So ist jetzt der aktuelle Stand. Wir bauen jetzt mal kurz das in der Mitte zusammen und zeigen euch dann, wenn wir fertig sind, wie genau das verbunden wird. Sandro, gibt es da irgendeinen Trick, wie man die am besten reinführt in das Ganze oder wie man das am besten zusammensteckt? Ja, also wir haben es sehr schnell gemerkt, dass wenn man die versucht gerade reinzuschieben, dass es nicht so richtig gut passt. Es ist, läuft viel leichter, wenn man die wegen dieser Nase hier unten dran. Ja. Da ist so eine kleine Nase, die hakt natürlich hier unten rein, dass es besser hebt. Wenn man da wirklich so steil reingeht, oben schon drin ist und es dann einfach von unten reinschiebt, das geht einfacher. Und dann wirklich bis nach hinten anpressen. Und das gleiche natürlich auch mit diesen Y-Profilen. Lass uns jetzt zum Thema Anschluss kommen. Anschließend von den ganzen Stromkabeln. Als allererstes, unsere Empfehlung ist, lasst das von einer Fachkraft machen. Wir haben das jetzt gestern so gemacht, wir haben einen Kaltdeckgerätestecker genommen, kennt man ja vom Netzteil vom Computer zum Beispiel, haben dann praktisch die Kabel hier freigelegt, das Ganze abgeschnitten, Kabel freigelegt, dass nur die Steckerseite übrig bleibt und haben dann praktisch unsere Erdung, unseren Leiter und unser Neutral freigemacht. Und das gleiche haben wir hier von dem Kabel von dem Hexagon auch. Und das Schöne ist, die sind schon angeritzt. Das heißt, ich muss das nur noch abziehen und habe dann hier auch eben meine Erdung, mein Neutral und mein Leiter.
Dann sind solche Klemmen hier dabei in diesem Set. Das heißt, ich mache einfach hier die nach oben, gut nach oben machen, mache mein Kabel rein und drücke das dann runter, dass das einrastet und somit verbindet. Auch kein Hexenwerk. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, lasst von einer Fachkraft machen, von einem Elektriker, dann seid auf der sicheren Seite. Das war unser kleines Video-Tutorial. Wir hoffen, es hat euch was gebracht und war informativ. Lasst doch gerne ein Abo da und Liken nicht vergessen. Und jetzt sage ich nur noch eins, es werde Licht. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Performance Floor LED Hexagon Lights. Bis dann, macht's gut.